Schönen guten Tag, Herr Stefan Ehlers. Sie nennen sich Motivator, Moderator und Jonglator. Jongleure kenne ich. Was ist bitte ein Jonglator? Ja, ein Jonglator ist natürlich klar, ist extra von mir gewählt worden, der Name. Weil Jongleure, sage ich immer gerne, sind die anderen. Die können auch viel mehr, die können dann 7 und 9 Bälle. Und Moderator, Motivator, das ist genau das, was ich nämlich Moderation und eben halt Motivation in die Jonglage integriere. Deswegen heißt das Ding Jonglator. Sie werden von namhaften Firmen als Moderator bei Kundenveranstaltungen oder Mitarbeiter-Events gebucht, agieren mit Business-Jonglage auf Messeständen, sind Keynote-Speaker, Comedy-Redner, machen Workshops zum Thema Motivation und Kommunikation. Sie bringen anderen Menschen mit ihrem Jonglier-Lernsystem das Jonglieren mit 3 Bällen bei und sind gleichzeitig auch noch Buchautor. Was ist eigentlich der Geheimnis Ihres Erfolges, insbesondere wenn man sieht, dass Sie auf so vielen Hochzeiten eigentlich unterwegs sind? Ja, ist natürlich klar. Also ich bin auch überrascht, dass es in den letzten Jahren sich so entwickelt hat. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass ich nicht auf allen Feldern das gleich hohe Niveau an Erfolg habe. Es ist immer wieder mal kommt das, ob das eine Comedy-Rede oder Vortrag ist. Das kommt, ich sag mal, ich denke mal aus der Authentizität, das Thema Bälle ist das, was mir Spaß macht. Und was mir leicht fällt, also nicht nur zu jonglieren, sondern auch das anderen beizubringen. Und seit 5 Jahren habe ich, sage ich eigentlich Auftraggebern, okay, du musst Bälle ertragen, weil die bringe ich mit. Also wenn du sagst, ich darf keine Bälle mitbringen, bringst du dir schon Minuspunkte, ich auch, und schon ist schon 30% schlechter. Und verkaufe das im Prinzip offensiv. Jetzt muss ich nicht mehr dazu sagen, jetzt wollen die auch immer, dass ich Bälle mitbringe. Und das ist im Prinzip das, was wieder Erfolg anzieht, weil irgendwie wird da irgendwie doch was emotional angesprochen und es ist etwas anders, obwohl es eigentlich einfach ist. Ein roter Ball steht fürs Unternehmen und gelb ist dann irgendwie ein Mitarbeiter und blau, weiß ich nicht, der Konkurrent und das bringen wir irgendwie in Bewegung. Und schon gibt es Bilder und schon bleibt es haften. Das ist der ganze Trick. Was mir aber sehr viel Spaß macht, da auch schnell Ideen zu entwickeln, wie man das eben halt transportiert. Und das ist das, was eben halt auf den vielen Feldern dann offensichtlich funktioniert. Erstmal jonglieren, dann beibringen, dann Bälle bedrucken und dann, Mensch, der kann ja auch reden, dann mal auf Vortrag. Das entwickelt sich irgendwie. Das ist auch nicht geplant, aber macht natürlich auch sehr viel Spaß. Im Thema Jonglieren gehen Sie ja auch auf das Thema Motivation und Leistung ein. In Ihrem Buch Business Balla Balla widmen Sie sich genau diesem Thema Lust auf Leistung, Lust auf Arbeit. Das hört sich einerseits so nach Turbokapitalismus an. Jetzt haben wir ja aktuell die Finanz- und Wirtschaftskrise. Müssen Menschen mehr arbeiten zukünftig? Ja, das wird natürlich immer gerne auch falsch verstanden. Also Lust auf Leistung ist ja das, was auch gerne in Deutschland immer gerne falsch verstanden wird, weil es wird ja mal so definiert, Arbeit ist Frust und Freizeit ist Lust. So ist das in Deutschland geregelt, weil Arbeit ist immer das, was wehtut und schwerfällt. Und das ist das, was in Zukunft nicht mehr gehen wird. Ich habe eigentlich ein ganz einfaches Argument, Business-Ballerballer haben wir überall. Ich sage jetzt, das muss ich nur noch sagen, Dresdner Bank, Commerzbank, Amerika, 700 Millionen Euro, 700 Millionen US-Dollar. Das heißt, selbst sicherst geglaubte Branchen haben Krisen in Größenordnung, die sich keiner vorstellen konnte. Das heißt, wir haben branchenunabhängig Unsicherheitsfelder und es hat der Mitarbeiter oder der Mensch an sich natürlich auch die Sinnfrage für sich zuerst zu stellen, wenn es schon alles so unsicher ist, warum suche ich mir dann einen Job, der keinen Spaß macht? Das heißt, der Lustfaktor muss und eigentlich in Zukunft in den Vordergrund treten, weil sie dann eben halt dann natürlich auch die Überzeugung haben, authentisch Dinge zu tun, die Spaß machen. Das heißt, wenn sie unsichere Jobs haben und die Chance haben, rauszufliegen, egal ob es jetzt eine Autobranche spricht jetzt davon, dass es Schwierigkeiten gibt, dann muss ich, und das macht natürlich Schwierigkeiten, den riesengroßen Schritt wagen, darüber nachzudenken, welcher Job macht mir Spaß, was mache ich an Dingen, an meinem Job, wo ich vielleicht in 3 Jahren später gerne noch davon spreche, ja, wenn ich Erfolg habe, gibt es jemanden, der mir dann auf die Schulter klopft, das ist alles, was Spaß und Motivation auslöst, weil wenn Sie Dinge tun, die Spaß machen, haben Sie mit der Motivation kein Problem. Und das ist das, was jetzt das neue Denken erfordert, natürlich auch gerade aus der Sicherheitswelt heraus. Deswegen meine Botschaft, wer im Business jongliert, sollte richtig jonglieren lernen, weil wir diese Überforderungssituation ein Stück mehr als 2 Hände permanent bedienen lernen und das ist das, was Unsicherheit ausmacht, sprich den Umgang mit unsicheren Dingen strittweise zu lernen, indem wir erstmal locker werden und sagen, okay, jonglieren wäre das eine Ding, wo ich sage, okay, das ist das, was mir dann in Situationen, die auch irgendwie Unsicherheit auslösen, erstmal die Lockerheit geben und nicht gleich ohnmächtig werden, oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert, was ich nicht verstehe.